Der eine Virus sagt zum anderen, gefällt's der Tod in Italien? Es ist nicht schlecht, die werden krank, wegen jeder Lappalie. In Wüstenstadt, dort in der Schweiz, ganz ohne Widerstand. Die haben keine Maske oder Larven, hättest freie Hand. Weil man nicht weiss, wie lange es die Kunstmessart noch gibt, bin ich dort ane und nimm meine Kleine grad mit. Zmitzt im Kuchen, ja, ich feier grad einen Schwatz, erbricht mein Spatz direkt in sein Latz. Und wonnen will go waschen für mein kleines Schätzli, bietet ein 30.000 Stutz fürs verkotzte Lätzli. Mein Mann hat sich ein Tesla gekauft, das sag ich unumwunden. Der fährt von 0 auf 100 auf, nur in 3 Sekunden. Die Geschwindigkeit ist mir nicht neu, das ist doch gar keine Frage. Das Gleiche macht der Zeiger auch daheim auf meiner Waage. Von der Greta hörst du Geschichten, gut und schlecht. Ich find, die Öko-Pipi Langstrumpf hat irgendwie recht. Bei mir daheim tut's schon funktionieren, weil ich meinen Stromverbrauch kann reduzieren. Ich schalte drum immer kurz und knapp, sobald ich die Greta sehe, mein Fernseher ab. Ich bin jetzt froh, gibt's die Nacktbeiz nicht, das Eich wär nicht für mich. Sonst hätte ich hier als Helge noch einen Striptease gemacht für sie. Furzideen gehen und kommen, werden als wie Frecher, wie die hier bei der Tramstation versenkten Aschenbecher. Es ist Sommer und im Tramli sind alle am Schwitzen. Du meinst die alte Frau Müller, die neben ihrem Mann sitzt. Die BVB, wie sie loben, die wird wieder toller. Die bieten den Fahrgästen für den Notfall einen kleinen Deo-Roller. Legt die Brille an, meint ihr alt, und zeigt auf einen, der steht. Der Deo-Roller heisst Tür und ist regierungsrot. Basilisk, da hören sie's.